Willkommen, meine Freunde, zu einem neuen Video hier jetzt mit dem da vorne. Den kennt man ja schon. Aber heute was ganz Spezielles, und zwar zeigen wir Leonie unsere Hausstrecke. Jetzt fragt ihr euch sicherlich, wer ist Leonie? Ich fahre mal vorn, Marc, weil dann kann der das zeigen. Das ist Leonie. Wieg doch mal da hinten. Hallo. Genau, das ist ein bisschen schwer für mich zu zeigen, weil ja, es sitzt halt bei mir hinten auf dem Sozius. Aber wir zeigen heute die Hausstrecke. Hallo. Wir können auch über die Ludwigshöhe fahren, ist auch schön. Aber sind da nicht so viele Fahrradfahrer? Ja, ich weiß nicht, wie schnell die aus ihren Löchern gekrochen sind nach dem Regen. Na, so schnell können die doch gar nicht radeln. Immer schön die Geraden auskosten hier. Ja. Wir haben uns doch vorgestern drüber unterhalten, weil ich nackt Motorrad fahren wollte, gell? Ja, das stimmt. Ja, ich bin bei Neubiebeck, fahr vom Fußballspiel heim. Auf einmal ist da ein Fahrradfahrer. Ein Fahrradfahrer! Nackt oder was? Oh mein Gott. Aber immerhin kommt die Sonne raus. Oh, ich werde gerade trocken. Ja! Ja! Juhu! So, jetzt kommen wir gleich an den Chicken Nuggets vorbei. Wo sind die weg? Warum sind die Chicken Nuggets weg? Hallo? Wahrscheinlich geschlachtet. Scheiße. Damit sind es wirklich Chicken Nuggets geworden. Hier waren immer Hühner. Ja. Bruh. Bin gegen den Kopf gestoßen. Achso, ich dachte, ihr trottet euch jetzt hier. Yes, ja, hi. Ich habe auch gestern einen Tankdeckel zugemacht. Mhm. Beim Auto? Oder vorbeigefahren? Mhm. Oh, ja. Du bist aber ein Irren. Ich gehe schon wieder ein hier. Hey, wir brauchen weniger Ampeln in München. Lass mal eine Petition starten. Weniger Ampeln in München. Alles freie Fahrt. Das Problem ist, wir sind ja noch nicht mal in, wir sind ja nicht mal mehr in München. Ja, und Umgebung, okay? München und Umgebung. Okay. Und Umgebung, alles klar. Passt. Wir nennen sie einfach freie Fahrt für Motorradfahrer. Das heißt, wir dürfen einfach jede Ampel ignorieren und alle anderen müssen ja, sich das, dranhalten. Das ist genau das gleiche wie in Amerika mit den Fastlanes. Wir haben ja auch da so eine Spur, wo nur Autos fahren dürfen, die, ich glaube, über 60, 70 Meilen pro Stunde fahren. Klingt eigentlich ganz vernünftig. Ja. Wäre ich dafür, würde ich wählen. Der Nachteil ist halt, die dürfen halt nicht rechts abbiegen aus dem... Oh, fertig, so, dann müssen wir gucken. Aber das Spiel gestern war gar nicht mal so schlecht, muss ich sagen. Ich bin überzeugt, dass wir das Ding holen können. Ja, keine Ahnung. Ich habe bisher immer noch kein einziges Spiel von Deutschland gesehen. Ah, perfekt. Passt. Na dann. Ich bin ungefähr so sehr an der EM aktuell interessiert wie ein Stein am Wetter oder so. Kennst du den Wetterstein? Ja, wenn er nass ist, dann regnet es. Wenn er nicht nass ist, dann ist es trocken, genau. Ja. Und wenn er weg ist, wurde er gestohlen. Ja, lieber Bodenwellen als Hodenwellen. Was? Lieber Hodenwellen? Was? Das solltest du vielleicht mit deinem Arzt besprechen. Hier ist wieder Fecht. Oh ja, oh Gott, ich muss Abstand halten. Sonst werde ich wieder gleich ganz nass vor dir. Die schönen Straßen hier, hier, hier. Oh, ich liebe es. McDonald's, ich liebe es. Mama, ich hab mich verliebt! In was hast du dich heute verliebt? In die Straße! Ah! Hast du sie schon geküsst? Abzweigen und die Straße küssen, aber lieber nicht. Ja, okay, mach, komm, hier, machen! Okay, mach ich! Schau, ich hab's gemacht! Ja, ja! Witzig! Aber ist dir aufgefallen, kein einziger Radfahrer bisher? Das ist sehr geil! Plus, wir sind gerade durch die Kurven durchgekommen, ohne dass ein Auto vor uns war! Genau! Vielleicht lag es daran, dass ich es mir diesmal verkniffen habe zu sagen. Oh, und Bremse. Einmal strecken. Oh. Ist auch gut. Dieses Schild mit Radarkontrolle hängt da, glaube ich, seit wie vielen Jahren schon? Auf jeden Fall ewig. Ich habe noch nie einen Radarkontrolle hier gesehen. Wir wollten doch eigentlich mal anfangen, Autofahrern zu winken, oder? Lass erstmal das Winken durchsetzen. Und wenn wir uns dann noch ganz gesellig fühlen, dann können wir anfangen, auch Autofahrer reinzuholen. Kannst du dich noch an die Zeit erinnern, wo du meine 5 Kinder aus dem brennenden Haus gelebt hast? Ja, genau. Das war doch erst vor 2 Wochen. Und da hast du doch auch noch meinen Hund wiederbelebt. Ja, das war aber allerdings in China, deswegen lebt er dann doch nicht mehr länger. Jetzt aber raus hier. Oh, ist das schön, wenn hier keiner ist.
Ich habe mich ausgelebt, ihr dürft gerne vorfahren. Ich will aber nicht vorfahren. Ich bin wieder glücklich. Glücklich? Ja, ich bin wirklich wieder glücklich. Ah, Polizei! Ah, wir fahren jetzt nur 5:30. Ja, hallo. Auf jeden Fall. Ja, dann kauf halt eine Torte, so eine kleine, und stell die hin. Ja, so eine Benjamin. Ja, genau. Das ist es. Gut, nehmen wir. Da freut sich jeder drüber, egal wie alt. Hallo! Hallo! Ja! Hallo! Hallo! Cool! Oh, geil! Oh, herrlich! Entschuldigung, mir ist die Hand ausgerutscht. Ja, dafür, dass wir in den anderen Kurven keine Autos vor uns hatten, hatten wir halt jetzt konstant zwei vor uns. Wohin willst du abbiegen? Bitte was? Wohin wolltest du abbiegen? Du weist mich auch immer drauf hin. Warum sind hier so viele mit den Deckel? Bitte? Warum sind hier so viele mit den kleinen Deckel in der Fahrbahn? Oh, es fängt wieder an zu güllen hier. Scheiße. Ja. Achso, ja, schlecht. Ja. Let's get started in here. Hallo. 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 Weiter ich. Du Arsch, nicht mich. Hast du mich schon verdrängt hier, hey? Ja, der Mercedes hat es sehr gedrückt gerade im Arsch. Der komische Typ hinten in deinem Kopf, der sagt, drück, Bruder, drück, 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 drück. Drück, drück, drück. Yeah, du musst im Regenmodus bei fast Regen. Bin ich schon. Ach ja, stimmt, da war ja was. Ich bin im sechsten Gang im Regenmodus und trotzdem kommt sowas zustande, Alter. Ein Hund. Oh, ein Dackel. Ein Belgazi. Ah, oh. Der Schrei kam einfach schon, bevor es passiert ist. Ein Bagger. Machst du die Welle? Ja. Mach hier mal keine Welle. Wo wollen wir die Übergabe des Stoffs machen, Alex? Sehe, ja, stimmt. Vorne bei der Tanke, wo du dann wieder links abbiegen kannst und ich dann rechts. Ich mache mir so einen Notizzettel und dann schreibe ich es mir auf die Hand, damit ich den Spicker habe, oder? Ja, genau. Dann muss ich immer den Handschuh ausziehen. Genau. Leni kann dann dir dein Handy vorhalten und dir dann vorlesen. Das ist es. Das ist es. Hä? Aua! Ich werd geschlagen. Wo? Oh. Zack. Parkst du? Wir halten nicht, wir parken. So. Oh. Hier, kurzes Bäuschen. Ach, tschüss. Ciao.